das zweideutige Reden, was ist das Urteil darüber? Es gibt Gelehrte, die das verboten haben. Es gibt Gelehrte, die das als Makruh sehen. Es gibt Gelehrte, die das erlauben. Richtig ist, dass das erlaubt ist, wenn das einen, was hat? Einen Nutzen. Beziehungsweise das in Richtung der Notwendigkeit geht. Warum? Weil Ibrahim a.s., wenn die Leute zu ihm gehen, und das Hadith des Shafa'a, die Überlieferung ist bei Al-Bukhari, was wird er zu den Leuten sagen, damit sie nicht bei ihm bleiben? Hä? Dass er dreimal im Leben, was? Gelogen hat. Schaut mal, was er als Lüge gesehen hat. Weil dieser eine ungerechte König wollte seine Frau haben. Weil er hat sich die schönen Frauen geschnappt. Und Ibrahim a.s. hat ihm gesagt, das ist meine Schwester. Obwohl sie ist seine Frau, aber sie ist auch eigentlich seine Schwester. Deine Frau ist auch eigentlich deine Schwester im Islam. Na, und das hat er sogar als Lüge gesehen. Na, aber Wallahu ta'ala ala wa'alam, wenn das zweideutig ist, ist das kein Problem. Und die Beweise sind klar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er einen Mann begegnet hat, der nach ihm gesucht hat, dieser Mann wollte wissen, wer der Prophet sallallahu alaihi wasallam war, weil natürlich damals gab es keine Bilder, Facebook oder sonstiges. Hat ihn gesagt, wer bist du? Er sagte, ich bin so und ich bin das und das. Woher kommst du? Er sagte, min ma, vom Wasser. Was meinte er vom Wasser? Dass er ursprünglich ein Samentropfen war. Was hat die andere Person gedacht? Aus irgendeiner Stadt, die heißt Ma. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das selber angewendet. Und er sagte, alaihi salatu wasallam, wenn in der Khutba jemand von euch Wind lässt, was soll er machen? Ja, dann soll er sich die... Ja, aber kam der Wind aus der Nase? Eine Frage an euch. Kam der Wind aus der Nase? Ja, warum das hier? Du sollst dich nicht bloßstellen. Weil das ist eine Sache, die ist einem unangenehm. Außer manche, der hat seine Konzerttrube immer dabei. Das ist schlimm, ja. Das ist schlimm, so etwas. Das ist ein abscheuliches, widerliches Verhalten und zu kritisieren. Manche Leute, die machen sich lustig darüber. Das ist nicht etwas, was man den Leuten durchgehen lassen sollte. Das gehört nicht zu einem muslimischen Charakter, liebe Geschwister. Wisst ihr, dass es einige unter den Salaf gab? Sie haben niemals akzeptiert, mit anderen in einem Raum zu schlafen, weil sie hatten Angst in der Nacht, wenn sie unkontrolliert Bewegung machen, dass etwas passiert und sie sich dafür schämen müssten. Schaut mal, wie weit ihre Schamhaftigkeit gegangen ist. Wallahu ta'ala ala wa alam.